In diesem Video zeige ich Ihnen, wie ich drei Titel angezeigt habe im Video, die schön zueinander ausgerichtet sind, aber unterschiedlich erscheinen. Ich habe das auf drei Spuren aufgeteilt und zwar auf jeder der Spur erscheint ein Titel. Und ich zeige jetzt, warum ich das so gemacht habe. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, die im Prinzip einfacher wäre. Diese Variante, die ich jetzt hier zeige, ist aber etwas präziser und gibt mir die Möglichkeit, eben die Titel schön synchron zum gesprochenen Text dann anzuzeigen. Ich erstelle einmal einen neuen Titel mit dem Text. Und richte diesen schön aus. Wenn ich den Text jetzt mit STRG C, STRG V kopiere, kann ich einfach auf einer zweiten Spur dann den zweiten Titel schreiben. Nochmals kopieren und dann so. Ich kann diese alle zusammen auswählen. Durch Drücken der STRG-Taste, dann den Text noch etwas kleiner machen und dann schön ausrichten. Damit diese schön ausgerichtet sind, gibt es in Studio eine Möglichkeit, und zwar über diese Funktion. Das heißt, alle Links bündig machen, dann die Abstände schön gleichmäßig zueinander und dann noch oben links. So habe ich jetzt die Texte ganz schön und schnell ausgerichtet. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, hier in der Timeline die Titel unterschiedlich einblenden zu lassen. Also wenn ich das jetzt wie auf einer Timeline so steuere, dann kommt zuerst der Titel 1, dann der Titel 2 und dann der Titel 3, also die Texte 1, 2, 3. Wenn ich das jetzt auf der Timeline so anwende, dann hat das einen Nachteil. Ich sehe nämlich nicht, wann genau diese Texte erscheinen. Und das ist genau der Grund, warum ich das aufteile und auf drei Spuren verwende. Also ich werde das noch einmal rückgängig machen, was ich hier gemacht habe, auf der Timeline im Titeleditor. Und werde jetzt durch Drücken der STRG-Taste diesen Titel dreimal kopieren. Also einfach STRG-Taste drücken und dann mit der linken Maustaste den Titel nach oben ziehen. Das hat mir noch nichts genützt jetzt, weil ich habe ja immer noch alle drei Titel gleichzeitig. Und ich gehe jetzt hin und lösche aus den einzelnen Titel die Texte, die ich nicht brauche. Also beim ersten Titel brauche ich nur den Text 1. Beim zweiten Titel brauche ich nur den zweiten Text. Und beim letzten natürlich nur den dritten. So, am Schluss sind die Texte schön zueinander ausgerichtet und ich habe jetzt die Möglichkeit, den Titel 1, 2 und 3 unterschiedlich einblenden zu lassen und eben hier den Startpunkt so zu wählen, dass diese synchron zum gesprochenen Text angezeigt werden. Ich kann dann noch einen Effekt hinzufügen, damit diese Titel schön eingeblendet werden, wie ich das im Beispiel gemacht habe, und dann zum Beispiel noch weich ausblenden lassen. Wenn ich die Titel von Anfang an einzeln erstellt hätte, wäre es mir nicht möglich gewesen, diese so schön auszurichten. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Es freut mich, wenn Sie den Film mit einem Daumen nach oben anklicken, wenn Ihnen der Film gefallen hat, und freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.